Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Bloodborne. Und zwar waren wir hier beim Sarg das letzte Mal und laufen jetzt und erkunden noch den Rest von Ebene 3 dieses Labyrinths, ne? Genau. Hier war ich auch noch nicht. Oder beziehungsweise bin hier noch nicht runtergejumpt. Einfach nur. Aber hier gibt's auch nichts mehr anscheinend. Ha. Ich dachte, hier wäre auch noch irgendwie sowas wie dieser Sarg. Weil da auch so ein Kronleuchter ist. Soll ich hier runterjumpen? Ich glaube, es ist eine Abkürzung. Oder? Ja, denke ich auch. Das ist bestimmt, kommt man über die... Guck mal, ohne Leben zu verlieren. Nice. Cool. Über die Statue. Ja, hier ist bestimmt die Leiter, oder? Ach, und die Falle, die mich getötet hat. Das war die, ja. Boah. Ja, war es das jetzt? Nee, das war die nicht, oder? Das war nicht die Falle, die dich getötet hat. Ach nee, da war ja noch so ein Raum, oder? Das war doch noch so ein großer Raum da oben. Du musst wieder hoch. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass man da wieder hochkommt. Ja, hier geht's wieder runter. Ja, aber schau dich nochmal da oben um. Wir haben doch letzte Folge gesagt, es waren zwei von diesen Räumen. Ja, aber war ja nicht. Habe ich ja eben gerade schon geklärt, dass der eine so aussah und ich mich aber geirrt habe, weil der nur ein Kronleuchter auch war. Okay. Das war der, wo ich runtergesprungen bin, der Raum. Ah ja, okay. Ja, aber da war doch trotzdem noch so ein Raum mit einer langen Treppe, oder nicht? Nee, das sah nur so aus, als könnte da eine sein, aber dann war da keine. Okay. Da lagen nämlich auch noch gerade die zwei Leichen von den Typen, die Feuerzeug gegeben haben. Ja gut, meinst du, das war's, ja? Das war's, ja. Ich denk schon. Oder? Ja, dann kannst du da vorne zur Lampe. Was? So. Was ist hier unten noch? Da können wir noch lang. Nee, da waren wir doch. Da waren die Salamander und so. Ach ja, dann sind wir ja jetzt wirklich hier ganz am Anfang. Und meinst du, drei Ebenen, das war's? Ja, ich meine, der Boss jetzt eben, der war auch schon so ein bisschen wie ein Endboss. War schon krass. Stimmt, ja. Ich meine, guck nochmal. Aber es ist ein bisschen verwirrend, ne? Hier ist der Boss. Ja. Und hier geht's da hoch, quasi. Aber im Bossraum ging's auch nicht weiter, ne? Nee, aber ich meine, da gab's ja einen Kelch, ne? Also kann man theoretisch in den nächsten Dungeon. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine. Nee. Drei Level ist ja auch schon was. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann nehme ich jetzt die Dings hier und gehe hier wieder raus, oder? Ja. Okay. So. Jetzt die Frage, was wir machen, ne? Das ist jetzt die Frage, ja. Wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten natürlich den nächsten Kelch machen. Ich bin eher mal wieder für ein bisschen Story. Naja, das gehört schon dazu, glaube ich, wie gesagt, ne? Meinst du? Ja. Ah, guck mal, wie viele das noch sind, ey. Gehen aber gerade alle da gar nicht, oder? Krass. Doch. Zweiter. Erster. Was ist das? Provisorischer Altar. Kurze Ritualwurzel. Okay. Also hier könnte ich Dings, hier könnte ich einen davon draufstellen. Uns fehlt nur das Ritualblut. Hier fehlt uns nicht das Ritualblut. Hier schon, weil das nur Ritualblut 1 ist. Aber ja gut, dann müssen wir wohl erstmal woanders weitermachen. Zumindest brauchen wir Blutechos. Weil hier kann man sich Ritualblut kaufen, das weiß ich, also das einer. Einer Ritualblut kann man sich hier für 2,5. Und es gibt auch noch den Händler, wo man mit Einsicht handeln kann, ne? Stimmt, vielleicht hat der auch noch was. 24 mittlerweile, krass. Da können wir eh mal wieder. Wo ist er denn? Die Tür in der Mitte ist das, du bist dran vorbei. Musst du mal ins Haus?
Ja. Ja, da waren wir eh schon lange nicht mehr. Guck mal, auch Feuerpapier. Aha. Okay, brauchen wir auch gerade nicht. Nee, davon haben wir ja auch so viele. Aber das wäre halt nochmal eigentlich, boah, wie geil die aussieht. Guck mal, graue Wolfskappe. Meinst du, sie ist besser als unsere? Hut mit 50 physischer Abwehr? Schade, dass man das nicht, oder kann man machen. Und viel Feuerabwehr. Was ist denn auf Dreieck? Was denn? Meinst du, geh nochmal auf so ein Item. Vergleichen. Ja, mach mal Dreieck. Status umschalten. Ah, okay. Ah, Leroy Jenkins kann man den Status sehen, ja. Nee. Ein Viereck? Ja, schade, dass man das nicht sieht. Ja, ist echt fies, ne? Da muss man immer wieder komplett raus. So, jetzt ins Inventar. Ups, jetzt mache ich es komplett falsch. Und jetzt gucken wir hier. Unser Jägerhut hat auch 50 physische Abwehr. Mhm. Und auch 50 gegen Feuer. Fast genauso, aber ich glaube, der sieht cooler aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Und hat 10 mehr gegen Blitz, zumindest. Yo. Also ein bisschen besser ist er. Soll ich den holen? Ja. Oh, und der ist auch besser, oder? Oder hatten wir 110 physische Abwehr als Rüstung? Aschenjäger? Oder hatten wir 90? Ich weiß nicht mehr genau. Nee, 110 hatten wir. Und 110 gegen Feuer, was auch ziemlich gut ist. Eigentlich, ne? Nur Wahnsinnsrest und so geht runter, aber ist nicht so wild. Ja, okay, dann zieh ich nur den anderen Hut an. Hm. Ja, Mann, der ist doch geil. Ja, sieht aber nicht so viel anders aus irgendwie, bis auf diese Federn. Ja, ja, klar, diese Federn, ja, natürlich. Aber die sehen, die machen den doch ganz, also geben dem doch einen ganz anderen Style, finde ich. Ja. So. Ja, wo müssen wir hin? Das ist jetzt die Frage. Ja, wo wollen wir hin? Ist auch so ein bisschen die Frage. Wir könnten versuchen, das Passwort rauszukriegen, ne? Welches? Hier in der Hexenbehausung ging es nicht weiter. Wir könnten hier runter in dieses Grab, quasi, wenn ich mich absichtlich von so einem Typ mal töten lassen würde. Ja. Ne? Da wüsste ich auch genau, wo das geht. Hier nämlich Kathedralenbezirk. Und ja, im Kathedralenbezirk könnten wir auch versuchen, das Passwort zu kriegen. Für? Für diese eine Tür, die ist riesig und da fragt jemand nach einem Passwort. Ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, das ist auch vom Kathedralenbezirk aus, erreicht man das. Wenn wir jetzt wüssten, wie wir bei der rechten Seite, bei dieser Hand des Todes weiterkommen. Ja, dafür brauchen wir diesen Anhänger. Ja, aber wo gibt's den? Ich dachte eigentlich, wir finden den im Wald. Vielleicht haben wir ihn ja übersehen. Ne, Schlüsselgegenstände wären das dann, ne? Wahrscheinlich. Bei den Einsichttypen habe ich aber nicht danach geguckt. Guck ich nochmal kurz. Nee, ich denke mal, das kriegt man wahrscheinlich. Gibt's hier auch nicht. Ja, eventuell halt auch bei den Ritualen hier, ne? Könnte sein, ja. Also, Entscheidung. Ja, ich würde jetzt ungern irgendwo hingehen, wo es uns halt nichts bringt. Schwer, dann zeig mal die Tür, wo man ein Passwort braucht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, oder wir machen können, einfach mal einen kurzen Cut. Können uns ja da mal töten lassen jetzt. Ja, genau. Und mal in dieses Gefängnis reinkommen. Ja. Weil da gibt's auch noch eine Rune auf jeden Fall. Das bringt uns auf jeden Fall mal weiter ein bisschen. Alright. Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ihr seid zu gierig. Ich habe nicht so viel Blut, okay? Thank you.
Ja, was war denn? Was hat es denn damit nochmal? Ach so. Oh, wie konnte das bloß alles passieren? Okay. So, übrigens, was ich noch rausgefunden habe, ist, dass die, also was in den Comments stand, die Gegner hier verschwinden teilweise, weil wir den Boss besiegt haben. Nicht, weil wir, nicht weil wir sie 10-mal erledigt haben oder so. Okay. Also, so, ich bin mir leider auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, hier geht's aber zu der Tür. Ich hab mal gerade ganz kurz ins Wiki gelunzt. Ja. Und ich glaube, das mit dem Gefängnis könnte der richtige Pfad sein. Okay. Ja, eigentlich. Oh, da ist sogar so einer. Ja. Musst du dich da einsaugen vielleicht? Nee. Weil uns hat schon mal so ein Typ getötet und der hat uns nicht mitgenommen, oder? Mich aber. Uns hat noch nie so ein Typ getötet, glaube ich. Ich glaub schon. Irgendwie. Jetzt tötest du ihn aber auch gerade. Ja, ja. Ich will ja auch nicht den hier. Willst du erst nochmal zur Tür? Ja, nee, müssen wir nicht. Wenn es eh anders läuft, können wir auch gerne woanders hin. Da, wo du jetzt gerade bist, wenn du da runter gehst, da geht's ja nur wieder nach Alt-Jahrnam und zu dem Biest. Ja, ja. Ich würde mich aber halt von dem einen Typ töten lassen jetzt, wo ich mir ganz sicher bin, dass er uns mitnimmt. Okay. Weißt du? Ich glaube aber, es geht mit jedem, so wie das hier steht. Ja, weil okay. Die Typen, die Gegner, die erscheinen erst, wenn man das Biest erledigt hat, diese Bestie halt, in Alt-Jahrnam. Und es klingt jetzt so, als ob jeder einen dahin mitnehmen würde. Okay. Ja, ey, gut, dass ich das mal irgendwann rausgefunden habe mit dem anderen Leroy. Ja. Das sonst ist wieder so typisch für dieses Spiel, ey. Ja. Echt so. Ja, du kannst jetzt die ganze Treppe hochlaufen zu dem anderen, obwohl, ja, die respawnen, ne? Ja, ja. Ganz oben rechts dann halt, ne? Wieder, wo die NPCs waren, vor ein paar Folgen. Ach, und hier links waren wir auch noch nicht. Nicht da? Einen weiter noch. Da wollten wir mal immer noch hin. Ja, ja. Machen wir jetzt mal noch. Gehen wir mal kurz hin noch. Hey! Kampfhunde! Blöde Kampfhunde. Was machst du da? Ach, shit. Hä? Was macht er denn mit seiner... Hä? Das ist aber neu. Das haben die vorher nicht gemacht. Nee. Guck mal, wie ich mich noch aufgeladen habe, obwohl er schon tot war. Aber zweimal der Weg hier noch. Ist falsch, ne? Da waren wir schon. Ach so, ja, wo meinst du denn lang? Weiter noch. Links entlang jetzt. Muss vielleicht einmal hoch, ja. Das Ding ist, ich hab das jetzt erst so... Jetzt die nächste links. Bei dem Großen, hinter dem Großen. In dem Gang waren wir noch nicht. Okay. Stimmt, ja, hier ist dieser Octopussy. Liegt nämlich auch noch ein Item. Oh, zwei Stück, nice. Wow. Und? Ja, und diesen Raben haben wir nämlich immer auch schon von unten gehört. Ja, und da oben in dem Raum ist vielleicht auch noch was. Hier, meinst du? Mhm. Ich bin verflucht. Aha. 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 Das ist doch der Typ. Oh, ja. Schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Über die beiden haben wir doch schon geredet. Kann sein, ja. Aber das ist neu. Ah, es gibt etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit des berühmten Meisters Logarius. Einst betrog ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Kanehurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oberhaupt der Ekelblüter ist heute noch am Leben.
Und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche nach dem Weg zu Schloss Kanehurst. Okay. Ich verabschiede mich. Es war... Der Ekelblüter. Bisschen an wie aus Harry Potter. Guck dir hier, das ist die Tür. Das ist sie. Das Passwort. Sag das Passwort. Wir haben's. Cool. Woher haben wir das denn? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber wer ist denn das? Mit dem kann man reden. Ja, ja. Bereits tot. Wissen das verrückten. Bereits tot. Wie abgefahren. Ja, cool. Ich weiß zwar nicht, woher wir das haben. Weiß es auch nicht mehr. Vielleicht weiß es ja jemand von den Zuschauern. Ja. Oh. Ey, was ein Glück, wirklich hier. Die Drops sind hier gar nicht so gefährlich teilweise. Ja. Also, man kann viel tiefer droppen, habe ich das Gefühl. Ja, krass. Cool, nochmal ein neues Waldgebiet. Scheint so, ja. Vielleicht gibt's hier auch das Amulett. Verbotener Wald. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, das Ammo, stimmt, klar. Das gibt's hier bestimmt. Ich hab gerade... Ja, und so, aber siehst du, das finde ich so geil an dem Game. Wir haben uns jetzt eigentlich was anderes vorgenommen. Ja. Und plötzlich landen wir hier. Wie geil das ist einfach. Wir sollten aber mit dem Gefängnis nicht zu lange warten, weil was ich eben auch direkt in den ersten paar Sätzen gelesen habe, ist, es gibt im Gefängnis wohl relativ bald einen Boss, den man aber nicht mehr machen kann, wenn man einen anderen Boss schon erlegt hat vorher. Okay. Also holen wir hier das Ammo raus. Ich weiß zwar nicht, wo der andere Boss ist, der das jetzt blockiert, aber je weiter wir jetzt fortschreiten, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn treffen. Ja, okay, dann guck mal, welcher Boss das ist oder wie der heißt zumindest. Ja, okay. Oh, Öluhren. Und er hat eine Fackel in der Hand. Gar nicht cool. Oh, shit. Komm, ey. Und? Irgendwas fündig geworden? Irgendwie? Das Gebiet heißt Bergenworth. Oder Bergenworth. Ja, okay. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Nee, auf keinen Fall. Aber gut, ja, dann lass uns hier das Amu rausholen, oder? Ja, verbotener Wald ist es nicht scheinbar. Ja. Und... Also wahrscheinlich gibt's ja hier das Ammo. Mhm. Und dann... Ach komm. Boah, Headnut. Headnut Attack. Nein. Boah, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Ey, Headnut ist krass. Ach man. Muss schnell sein. Ey, schon wieder. Ja. Was ein Glück, ey. Gerade noch so ums Leben zurückgeholt. Das sind auch schon wieder, das ist schon wieder eine stärkere Version von denen, ne? Der macht gut Damage auf jeden Fall, ja. Boah, endlich gibt's wieder Blutechos, guck mal. Ja, 10.000 direkt schon wieder. Das ist einfach wie ein warmer Sommerregen gerade einfach. Ey, was ist eigentlich mit diesem Wissen-Dings? Das können wir doch mal alles nehmen eigentlich, oder? Na, meinst du? Nee, wieso? Ja, was wollen wir damit im Inventar? Das bringt überhaupt nichts. Nachher treffen wir noch auf Gegner, die uns das klauen und wir kommen mal auf Null. Ja, okay. Hast recht. Better safe than sorry. Aber wir können echt nochmal gucken jetzt nach diesen Edelsteinen. Wenn wir wieder in den Traum gehen das nächste Mal. Weil davon haben wir schon wieder so viele gefunden. Vielleicht haben wir ja mal einen besseren gefunden. Neu zu sockeln oder so. Ja. Ja. Cooles Gebiet hier auch. Ja. Ein bisschen nebelig. Mega nice. Da ist eine Lampe. Oh ja. So.
Steht leider nie dabei, wie die heißen von hier aus, ne? Konnte man da in das Haus? Ich hab was gehört. Da, irgendwo hier unten ist es, glaube ich. Nee, ah, Hund. So dumm, dass wir die jetzt schon nur noch Hunde nennen, einfach. Oh Mann. Soll ich lieber über die Brücke oder hier rein? Nee, gehen wir da rein, oder? Ah, okay. Öffnet sich nicht von der Seite. Eine Abkürzung. Könnte gut sein, weil es auch direkt an der Lampe ist, ne? Mhm. Guck mal, dreimal Gegengift ist nice. Hier habe ich nicht die Eier rüber zu springen. Ja, dann über die Brücke. Aber über die Brücke. Oh oh. Boah, der Rastafari-Mann! Boah. Ach shit, da hätte ich mir noch ein bisschen was zurückholen können. Egal. Okay. Sah nicht so aus, als ob da was wäre. Ah doch, ganz versteckt. Okay, hier sind viele Leute unterwegs gerade. Nein! Verkackt. Oh, und nicht nochmal, oder? Nein, diesmal nicht. Hast du da eben zu viel Schiss, dass es fehlschlägt? Nee, ich bin aus Versehen ausgewichen. Das war okay. Wirklich nur ein Missklick sozusagen. Dickes Kaltblut. Boah. Da hinten sind noch mehr, ne? Mhm. Das ist eine krasse Situation hier, finde ich. Deswegen werde ich mal einfach nur einen Kiesel nehmen. Um die da zu locken. Komm. Na komm. Guck mal hier, endlich darfst du auch mal wieder ein Gebiet erkunden. Ja, gell? Du bist voll oft halt gestorben dann direkt. Ja, und du hast dann das ganze Gebiet erkundet halt. Weil das ist ja auch nicht das... Oh Mann, ey. Das ist klasse, was mir das auch gerade für einen Spaß macht. Wow! Und dann sowas, oder was? Nee. So läuft's nicht. So, nächste wird gekieselt. Kiesel. Dafür sind sie echt gut, aber sonst... Ey, boah, hat dich noch verbrannt. Ja, mies. Guck mal, da sind überall Items an den Feuern. Guck mal, er wirft selbst... Ach ne, ich dachte, er wirft Brandbomben. Ne, er wirft Ölbomben. Ja, aber da bringt ein Kiesel wahrscheinlich nichts. Ich komme nicht mal so weit. Ja, und der wirft die immer so nah ans Feuer. Ja, aber echt, ey, was ein mieser Typ. Ey, guck mal, mitten ins Feuer. Eigentlich müsste es die ganze Zeit hochgehen. Ja, ne? Aber guck mal, da patrouilliert aber noch jemand. Boah. Ey, das ist echt mies. Die haben auch alle Fackeln in der Hand da, ne? Oh Gott. Hund des Todes. Ich glaube, wir sind erstmal ins Feuer. Glaub, ja, der Hund ist ins Feuer. Der Hund ist verbrannt. Nice. Elende. Ist auch geil. Man merkt einfach, dass sie sterben, indem die Fackel ausgeht, ne? Das ist auch so, wenn man selbst eine Fackel anhat, einfach, ne? Dann ist es genauso. Die geht dann auch aus, wenn man stirbt. So bescheuert eigentlich. Renn jetzt hin und hau ihm eine rein. Kann solange ich nicht. Du nicht ans Feuer kommst, macht dir das Öl ja auch nichts. Ja, aber das ist schon krass genug gerade hier. Wie ihn zerdrückt hat. Ja. Ja, das ist echt mies mit den Jungs hier. Das ist echt eine miese Nummer. Ja, du musst, ich glaube, du musst hinten rum oder geht da ein Weg hoch zu dem? Meinst du, ich komme nicht in die hier, Hand nehmen? Meinst du, ich komme hier drüben? Ja, stimmt allerdings. Guck mal, hier komme ich doch lang. Kann mich droppen lassen. Ey. Kann nicht mal ein Drop so sein, dass man auch einen direkt tötet damit? Irgendwie sind die nicht mehr so stark. Ey, aber das war schon nice. Also, wenn ich da reingelaufen wäre, ey, das war echt krass. Das war schon eine krasse Situation gerade.
Hier mit diesen Drecksfeuern. Wie so ein Eierlauf war muss man da durch. Eins? Nee. Okay. Ja, wenn du ein Schild hast, dann würde ich es auch benutzen. die beleidigen einen das ganze Spiel schon. Man muss auch mal ein bisschen zurück beleidigen. Oh, ging es da weiter? Hier gibt's drei Wege schon wieder. Ja, wenn man das Weg nennen kann, schon, ja. Ja, das hier ist doch eindeutig ein Weg, oder? Oh. Von wo hat denn der mich gesehen? Ah. War zu früh. Schon wieder, ey. Wieder. Na komm. Ah, jetzt mal eine andere. Drecksack, ey. Das Spiel ist halt trotzdem ein Bitch. Ach komm, ey. Jetzt reicht's mir aber auch. Bis es einem reicht. So, das ist ja eindeutig ein Weg hier. Ja, da gehen wir weiter. Schon mal ein Item. Oh, hier geht's ganz schön weiter. Ja. Soll ich trotzdem hier weitergehen oder ja, oder gehen erst nochmal gegenüber rein? Den Berg da. Ja, oder? Ich glaube, die anderen, die sahen kürzer aus. Nee, leicht links? Ja, ja, hier. Ah, das ist nur so ein Weg hinten rum, wahrscheinlich. Oder? Nee, da Krabbler. Ist auch wieder abgeschlossen. Oh, oh, und Raben. Zombie-Köter. Boah, ja, drei Stück. Boah. Boah. Bisher hat er einem noch nie so ins Auge gehackt, so richtig. Jo, das war's mit dem Weg. Ja, das ist doch schon mal nice. Einer ist schon mal ausgeschlossen. Dann kannst du noch geradeaus, ne? Also jetzt rechts. Ja, genau. Ja. Kannst du auch nochmal schauen. Sieht aber auch irgendwie so aus, als würde es da extrem weitergehen, finde ich. Oh, das verbindet sich jetzt mit dem anderen. Oh, das verbindet sich jetzt, ja. Ja, es verbindet ja, sich. Okay. Ich glaube auch. Ja, ja. Auf jeden. Oh. Da haben wir wieder was. Ich finde aber, die Situationen sind schon undurchschaubarer jetzt. Guck mal, wie viele hier und hier patrouillieren noch und von wie vielen Seiten hier theoretisch welche kommen können. Krass, hat keiner gemerkt. Oh, was ist denn das für einer? Wow! Wer schießt auf mich? Schießt? Irgendjemand hat geschossen, ja. Oh, da war noch ein Item da, hinter dieser Balustrade. Hinter mir. Da, da aus dem Haus schießt einer. Oh, gut. Und von da auch aus dem Haus? Ja, meinte ich doch. Aus dem Haus, der. Ja, okay. Der Rastermann. Rastermann. Der hat einfach nur richtig fettige, strähnige Haare. Nein, das ist der Rastermann, Mann. Oder guck mal, da ist doch ein Item. Wo denn? Hinter dieser Wand, ja, jetzt da irgendwie in dem Haus. Ach nee, in dem Haus wahrscheinlich dann. Oder so. Ach da, das genau. Meintest du das? Wahrscheinlich habe ich das gesehen, ja. Das hat so durch den Zaun geleuchtet. Ja, hier geht's wieder hoch dann zu dem anderen. Oder? Nee. Hier müsste die Verbindung eigentlich sein. Zu dem anderen Weg. So von der Richtung her. Die muss man auf jeden Fall erledigen, weil das letzte Mal haben die uns auch plötzlich angegriffen, wurden freigelassen von irgendjemandem. Alter, das ist schon wieder so verwirrend hier. Hier bist du runtergefallen eben, oder? Nee. Nee, nee, nee. Nochmal nee. Ein anderer Weg. Ja, ja. Das ist jetzt eine Höhle hier plötzlich. Okay, da vorne waren wir auf jeden Fall auch noch nicht fertig. Ja, ja, auf keinen Fall. Das sieht nach Tod aus. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Guck mal, da ist ein Item. Oder? Oh ja. Also da guckt eine Leiche raus zumindest. Könnte ein Item sein. Ja. Vielleicht kommen wir da runter. Da geht's auf jeden Fall runter. Ja. Ja, das ist dieser See. Einfach Riesen. Mal neue Riesen. Haben wir das gesehen gerade? Vielleicht. Ah, oh, guck mal. Es vergiftet ja. Das Wasser. Da brauchen wir irgendwas. Oh.
glaube ich mal, oder? Sonst kommen wir hier nicht durch. Giftresistenz. Ohne Ende. Obwohl, das gab's auch bei Dark Souls einmal, ne? Und da muss man. Ja, da musste man einfach durch, ne? Ja. Ach shit, wie er jetzt hier hängt, ey. Mit dem Hammer. Unangenehm. Ja, Hammer ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Wäre Schlag. Guck mal, der hat eine Glocke um seinen Hals hängen. Also vielleicht schaffen wir es ja, uns so von Insel zu Insel zu retten irgendwie. Hm. Jetzt. Oh je. Da braucht man 4-5 Schläge. Ja, 4. Oder vielleicht sogar nur 3 und einen kleinen. Er blutet. So, Junge. Ach, boah, immer noch 27.000. Nimm bitte, oder geh gleich mal bitte zur Lampe. Ja, du hast sowas von recht. Aber ich will jetzt erstmal gucken. Okay, hier sind nicht wirklich Inseln. Da ist die nächste. Das schafft man vielleicht. Aber das schafft man easy. Ja. Denke ich. Brin. Von hier zur nächsten Insel? Ja. Ja, was meinst du? Soll ich jetzt erstmal komplett zurück und alles nochmal neu machen? Ja, ich meine, du hast noch 14 Tränke. Gehört das halt heißt, das hier kannst du noch versuchen. Vielleicht finden wir den Shortcut wenigstens. Das gehört halt dazu, ne? Dass man. Aber ich habe halt das Gefühl, das ist nicht der Weg, der zum Shortcut führt irgendwie. Oh. Was ist das denn? Alter, oh Gott. Pass auf! Ekelhafte Würmchen. Ich glaube, da ist die andere Waffe besser. Es sind so viel mehr. Ich muss hier raus. Nicht ins Gift. Ich kann nirgendwo hin. Nimm einen Trank. Und die andere Waffe am besten gegen die Viecher, oder? Nein. Wo kann ich denn hin? Ich raff gar nichts mehr gerade. Da warst du, da. Ja, ja, okay. Egal, Achtung. Wenn ich jetzt einmal vergiftet werde, ist das nicht gerade so. Gerade so, ja, aber... Machst alter Schwede, ey. Ja, musste ich jetzt. Das war ja no chance. Vielleicht kommt er mir ja nach. Guck mal, die Würmer. Nee, kommt mir nicht nach. Holy crap. War das knapp. Ja, komm, dann geh nochmal hoch, oder? Nee, komm, wir machen das fertig jetzt hier. Das, die Würmer waren einfach nur unerwartet. Aber die packen wir jetzt schon. Wenn nicht, ich kiesel den jetzt nochmal. Vielleicht kommt der ja. Ja, macht er. Komm, komm, put. Bisschen schneller. Wow, nicht so schnell. Ey. Kopfnuss. Danke, Team. Vergiftung. Geht noch. Nein, daneben. Und ich habe keine Ausdauer. Wow. Okay, komm. Jetzt. Ja, aber ich stehe im Gift drin, leider. Ja. Ging aber noch klar. Ja, noch einmal hinter ihm. Ach komm. War nur eine kleine Schelle. Ich hol sie dir zurück. Nee, leider. Gerade zu spät. Dafür, ja. Und einen kleinen noch. Bam. Okay, super. Ja, immerhin. Einen ordentlichen. Nicht die blöde Blutsteinscherbe. Auf die Würmer. Fertig, los. Ja, das sind echt ätzende. Boah. Alter. Tot. Nein. Wie mies, ey. 30.000. Nicht dass du es mir jetzt wieder antust, Erik. Ich hab, wie gesagt, ja, ey, ist mir scheißegal. Guck dir das mal an mit den Würmern. Wie scheiße ist denn das? Ich kann noch nicht mal einen anvisieren. Dann kommen die 4 Stück aus 4 Richtungen und springen mir ins Gesicht. So, dann wird's mal Zeit für ein Folgenpäuschen. Ja, genau. Ob wir die Blutechos wiederfinden, seht ihr dann erst beim nächsten Mal. Seht ihr beim nächsten Mal, ob der Benny packt. Ich hoffe. Ganz schön spät. Jo, wie gesagt, es bleibt spannend. Macht's gut. Ciao. Tschüss.